Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ganz ohne das Fernsehen, ganz unter uns hier bei 1Live. Das ist doch auch sehr schön. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und naja, wie immer freitags frei und offen unsere Sendung für alle eure Themen, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0800 220 50 50. Oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte in die Mail eure Telefonnummer reinschreiben, damit wir euch dann auch rasch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Heike und ist 41. Heike, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also ich habe vor 2 Jahren, 2006 Anfang Januar, einen Verkehrsunfall gehabt. Ja. Und es ist ein besoffener LKW-Fahrer ins Auto gefahren mit 80 Stundenkilometer in einer geschlossenen Ortschaft. Warst du die Fahrerin? Nee, ich war die Beifahrerin und mein Vater war der Fahrer. Ja, und dieser LKW, ist der für euch hinten drauf gefahren oder von der Seite? Der hat uns zuerst aus dem Kreisverkehr rausgeschossen, weil er gerade drüber ist. Also der ist gar nicht mehr den Bogen gefahren. Ja. Der ist eigentlich geradeaus drüber und wir waren gerade im Begriff abzubiegen. Also aus diesem Kreisverkehr rauszufahren. Und das hat dann dermaßen gekracht, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, wo er dagegen gefahren ist. Also ich habe ihn richtig vor Schreck angeschrien. Ja. Und der hatte erstmal zu kämpfen, dass er wieder auf die Gegenspur kam. Und dann hat es nochmal gekracht und dann, dann war das Fahrzeug mehr oder weniger stillgestanden, weil es fuhr auch nicht mehr. Das kann ich mir vorstellen, wenn ein Lastzug mit der Geschwindigkeit auf euch oder an euch ranrast. Ja. Dass dann, was ist passiert bei dem Unfall? Mein Vater ist Gott sei Dank überhaupt nichts passiert. Ich habe nur gemerkt, dass es mir wahnsinnig übel wurde. Ja. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich habe fast nichts mehr gehört. Mich haben sie dann ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Ja, da war ich 2 Wochen drinnen, aufgrund der akuten Schmerzbehandlung. Also laut Ärzte klassisches Schleudertrauma mit Kleinhirnprellung. Und ich wollte nach 2 Wochen raus, weil ich mir gedacht habe, ich werde die Kopfschmerzen zu Hause auskurieren. Ja. Nur waren die Krankenschwestern dagegen, weil sie gesagt haben, irgendwas stimmt nicht, irgendwas gefällt denen nicht. Und meine Mutter selber, die hat 40 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet, die wollte mich gar nicht mitnehmen. Ja, und jetzt kommt die richtige Uhr, die sehe erst. Ich bin dann am nächsten Tag drauf in ein sogenanntes Lock-It-In-Syndrom reingefallen. Was ist das? Das heißt, das ist... Man kann sich das so vorstellen, eine Puppe mit Porzellankopf, ja. Alles andere ist drunter Schaumstoff, also sie kriegen alles mit, du hörst alles mit, du kriegst die Schmerzen mit, die dir zugefügt werden, um die Reaktion zu testen. Ja, und da lag ich halt eine Zeit lang. Aber du konntest dich selbst nicht äußern. Ich konnte mich überhaupt nicht äußern. Das ist ja der absolute Horror, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, genau. Und dann Hattest du die Augen zu? Nee, ich hatte die Augen offen. Ich habe einen gewissen Winkel gesehen. Ja, haben die das kapiert, die dich behandelnden Ärzte, dass du das alles mitbekommst? Nee, die Odyssee beginnt erst, eine Ärztin kam und hat sich ans Bett gestellt und die Hände in die Hosentasche gesteckt und hat dann zu den Schwestern gemeint, ich simuliere, mir würde gar nichts fehlen. Aha. Und der angehende Arzt, also ich habe durch diesen Winkel auch gesehen, wie die Schwestern schockiert waren. Mhm. Es kam dann ein Arzt von der Intensivstation mit einer Ärztin oder Schwester oder was das war. Mhm. Und die haben dann erstmal gestritten. Sie hat gesagt, ich simuliere. Er hat gesagt, ich simuliere nicht. Also hat er das Ganze dann vorgeführt. Er hat Arme und Hände hochgehoben. Die sind runtergefallen wie ein nasser Sack. Mhm. Wie furchtbar, wenn man so schwer getroffen ist und dann sagt dann noch ein Arzt, die simuliert. Genau, und... Der hat dann auch einen Leistenstich gemacht, also es war keine Reaktion, er hat mir dann Mund und Nase zugehalten und dann hat er sie... Moment mal, der hat einen Leistenstich gemacht, ja, der hat dir in die Leiste gestochen. Genau, das heißt aber, aber du hast nicht reagiert, aber du hast es gespürt. Ich habe es gespürt, ich habe alles gespürt, also... Absoluter Horror. Ja, er hat mir auch Mund und Nase zugehalten, ich konnte mich dagegen nicht setzen, also irgendwas
Du konntest auch nicht irgendwie, ja, irgendwie irgendwelche Laute von dir geben, gar nichts? Gar nichts, gar nichts. Ich habe mir nur gedacht, das kann jetzt nicht sein, irgendwas haut nicht hin, ich habe auch keinen Ton rausgebracht. Wie lange hast du in diesem Zustand, ja, bist du verblieben? Das waren gut 2 Tage. 2 Tage, ja. 2 Tage, und das Schlimme war halt das, dass allein dieser Satz von der Ärztin, die simuliert, danach ging es ja erst richtig los. Ich habe dann einen Herzstillstand gehabt. Ach du lieber Gott. Er hat den Tubus reingeschoben. Ich habe mir nur gedacht, das kann nicht sein, dass der Tubus so lang ist. Das mag sich keiner vorstellen. Das war einfach brutal. Das war. Er hat dann auch mit der Schwester geredet, wie alt ich bin. Und dann hat sie gemeint, zu dem Zeitpunkt war ich noch 39. Hat er gesagt, sie stirbt mir unter meiner Schicht nicht weg. Ja, das hört man alles mit. Wirklich sauer, weil er gesagt hat, es ist kein Schluckreflex da, es war ja nichts da von mir, gar nicht. Das ist ja so eine Situation, wie als würde man in einer Narkose aufwachen, ohne sich bemerkbar machen zu können. Ungefähr, ja. Das ist ja auch der absolute Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, und die größte Angst wahrscheinlich von allen Leuten. Ja. Was war denn nach diesen 2 Tagen? Ja, nach diesen 2 Tagen, also ich habe ja, den Großteil auf der Intensivstation mitbekommen, die Pupillen haben sich bei mir verdreht. Mhm. Es kamen Schwestern und Ärzte rein, die haben jedes Mal gemeint, das wäre eine Hirnstammverletzung. Die wird sowieso nicht mehr. Eine Ärztin hat dann eine Pulsnadel gelegt, also da ist kein Pulsmesser mehr dran am Arm, sondern die Nadel wird halt im Handgelenk angesetzt und festgenäht. Und links kam sie nicht rein, und dann hat die andere gelacht und dann gesagt, die hat ja noch einen Arm. Also es waren alles so Odysseen, die ich einfach komplett mitbekommen habe. Und als du dann, du bist nach 2 Tagen wieder zu Bewusstsein gekommen. Ich bin dann zu Bewusstsein gekommen. Und konntest dich dann noch äußern? Nee, ich war ja an der Beatmungsmaschine, weil ich ja selber nicht mehr geatmet habe. Aber konntest da die Augen aufmachen? Ich hatte die Augen dann auf, aber... Haben die kapiert, dass du dann wieder bei dir warst? Die haben das erst am späten Nachmittag kapiert, dass ich eigentlich wieder da war. Weil ich dann endlich mal diesen Finger heben konnte, wo die... Boah, das ist ja eine schlimme Geschichte. Also es war... Das war im Jahre 2006, sagst du? Ja, genau. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus verbringen müssen, ja, liegen müssen, bist du... Das Lustige war, man wollte mich dann sofort nach... Ja, ich bin nach der Intensivstation in den Aufwachraum gekommen, praktisch in den Überwachungsraum noch, bevor ich auf die Station kam. Und da muss ich sagen, das war mein gutes Leben ist nun mal zwischen Leben und Tod, und neben mir lag einer, der hatte, ich weiß nicht, Gehirntumor oder so. Junger Kerl, 45, den haben sie auf jeden Fall irgendwie schon aufgegeben. Also er lag eigentlich schon im Sterben. Es waren dann ja, Angehörige da, die haben übers Erbe gestritten, der hat aber alles mitbekommen. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein, das kann absolut nicht wahr sein. Einer springt von der Schippe und der andere kriegt noch alles mit, das ist, bis die Schwester hat, die dann rausgeschmissen hat. Also ganz schlimme Eindrücke. Ja. Ich wiederhole meine Frage nochmal. Wie lange hast du denn dann noch im Krankenhaus gelegen, bis du wieder fit warst? Ich war dann noch 3 Wochen drinnen. 3 Wochen. Erzählst du mir das heute so, vielleicht überinterpretiere ich das auch, in so einem Ton, als wäre die ganze Sache für dich immer noch nicht abgeschlossen? Wie gesagt, ich höre die Bestecke, ich höre die Piepser, das wäre wie wenn alles gestern gewesen wäre, das ist das Problem. Also hast du so Flashbacks, sowas so? Genau. Und diese Flashbacks verfolgen mich, ja, eigentlich. Das kann ich mir aber wirklich vorstellen. Das ist ja ein ganz, ganz großer Schock, den man da einem Menschen angetan hat. Hast du mit dieser Ärztin mal hinterher gesprochen, die gesagt hat, die simuliert nur? Nein, die würde, ich kam ja dann, ja, 4 Wochen kam ich später nochmal rein, weil ich absolut nichts mehr gehört und wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt habe. Ja. Die haben mich dann so lange drin gelassen, bis es mit der Reha losging, und die haben mir dann berichtet, dass die entlassen worden ist. Mhm. Dass es danach einen riesen Zirkus gegeben hat. Ach so, gut, dann hat man das wahrgenommen in der Klinik, dass die sich wirklich nicht ordentlich verhalten hat. Ja, genau. Heike, wenn man so etwas Gravierendes erlebt hat und davon nach jetzt auch 2 Jahren noch immer nicht loskommt oder kommen kann, da würde ich dir wirklich raten, dass du dir da eine psychologische, psychotherapeutische Hilfe suchst, eine professionelle. Ja, das Problem ist, ich war jetzt in der 5. Klinik bis letzten Freitag. Ich hatte ja letzte Woche in der Klinik Heiligenfeld 2 Flashbacks. Ja, einen Zeitraum von 2,5 Stunden.
wo sich sogar ein Therapeut an die Seite gesetzt hat und dann... Also du warst in eine Klinik und man beschäftigt, hat sich damit beschäftigt? Nee, eben nicht, man hat das war in so einem, ja, in so einem Mehrgruppenraum, also praktisch, wo mehrere Patienten dabei waren. Ja. Ich habe dem Therapeuten noch gesagt, die Übung, die sie machen, kann ich nicht machen, aufgrund dessen, dass ich ja dieses Locked-In-Syndrom gehabt habe. Verstehe. Also ich meine jetzt auch, dass du eine einzeltherapeutische Betreuung brauchst, vielleicht gar nicht mal in einer Klinik, sondern ambulant. Ja, ich habe einen Traumatherapeut in München, aber das Problem ist, er weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Er hat auch gesagt, das ist jetzt momentan, er steht jetzt eigentlich auch ja, von der Wand und weiß nicht weiter. Das ehrlich, das hat er gesagt? Ja. Dann möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Vielleicht wird sie dir weiterhelfen können oder gibt ja noch den einen oder anderen Rat, wohin du dich wenden könntest zumindest. Ja. Denn dass irgendwas geschehen muss, ist klar, ne? Das ist mir klar. Ich kämpfe die ganze Zeit, dass ich wieder in die Arbeit komme, weil ich gesagt habe, ich hänge an diesem Beruf. Also, was machst du vom Beruf? Ich tue Flugzeuge schleppen. Flugzeuge schleppen? Aha. Also du fährst so kleine Autos, die Flugzeuge auf den... Genau. Ach, das ist ja interessant. Ja, und der Beruf ist einfach... Ja. Das ist ja cool, das finde ich immer ganz interessant, wenn diese, das sind ja unglaublich starke LKWs, ne? Ja, es gibt mittlere, starke, je nachdem, wie groß halt der Flieger ist. Und auf welchem Flughafen arbeitest du? München Airport. In München, ja. Ist das denn, gibt es da viele Frauen, die diesen Job machen? Soweit wie ich weiß, haben sie jetzt eine Aushilfe drinnen. Ob sie jetzt eins oder zwei sind, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Ehrlich gesagt, ich bin ja seitdem raus, leider. Aber auf jeden Fall willst du da wieder rein und ja, dann muss dringend was gemacht werden. Dringend was gemacht werden. Ja. Denn das ist ja nun auch schon eine ganz lange Zeit dann, wo du aus deinem Beruf raus bist. Ja, und genau. Liebe Heike, die Magdalena, meine Psychologin, hat das Gespräch mitgehört. Ja. Ich hoffe, dass wir dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen können. Super. Und drücke dir die Daumen, dass du wieder richtig auf die Füße kommst. Ja. Und dass du das ist ja, aber ich glaube, wir können das alle nur ansatzweise erahnen, was das für ein Horror ist, den du da mitgemacht hast. Ich wünsche sowas keinem. Oh, wie schrecklich. Liebe Heike, du legst auf und Magdalena ruft dich gleich an. Super, alles klar. Herzlichen Dank nochmal. Von Herzen alles Gute dir. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese Nummer. Die ist kostenfrei. Extra für euch kostenfrei oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Heido. Heido, stimmt das? Richtig. Heido, ein Mann. Richtig. 61 Jahre alt. Grüß dich, Heido. Jawohl, Domian, ich grüße dich. Um was geht's? Und zwar, ich bin am 14. Februar mit meiner Frau 19 Jahre zusammen. Gratulation. Und vor 15 Jahren bin ich fremd gegangen ein paar Mal. Vor 15 Jahren? Ja. Das ist ja lange her. Bin zum Jagen nach Polen gefahren und dann haben die Kollegen gesagt, der jagt nicht nur wild, der jagt auch Frauen. Und so war es auch. Auf jeden Fall, sie hat so 3 Wochen vor Weihnachten oder 4 Wochen vor Weihnachten, ich lege mir immer die Karten und sehe immer einen Mann neben mir liegen. Dann habe ich sie darauf angesprochen, ich sage, du hast doch da jemand. Nein. Moment, wir reden jetzt von diesem Weihnachten. Von diesem Weihnachten. Du hast dir die Karten gelegt? Ich habe mir die Karten gelegt. Und du, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht richtig verstanden. Das mache ich auch für andere und so. Und verstehe, und du hast gesehen, dass neben ihr irgendjemand liegt? Ah. Und nach hin und her, nach mehreren Drängen, hat sie das denn zugegeben, dass sie einen Lover hat. Ist ja unglaublich. Und jetzt kommt der Hammer. Dann ist sie... Sie hat gesagt, sie braucht ihre Freiheit. Sie denkt, sie hat irgendwas versäumt. Wie alt ist deine Frau? 50. Ja. Und hat sich im Sauerland so einen Onkel da angeschafft. Im Sauerland? Ja, und auf jeden Fall... Wie alt ist denn ihr Lover im Sauerland? 20. Auch 50. Auch 50. Und auf jeden Fall hat sie das denn so gehalten, dass sie es freitags hingefahren ist, ist es sonntagsabends wiedergekommen und ich war nervlich total im Arsch, bin ich jetzt noch, weil ich die Frau über alles liebe. Wie lange läuft das denn schon mit ihrem Lover? Seit August. Und das ist Internetschuld. Hat den über ein Internet... Unfassbar. Alles passiert durchs Internet. Die alles ganz, ganz schlimm. Und was meinst du wohl... Wie oft fährt ihr denn, also ist sie denn seitdem da hingefahren? Ja, jedes Wochenende. Zwischendurch hat sie sich operieren lassen. Wie, was denn? An was?
Gebärmutteroperation. Ich habe sie zum Krankenhaus gefahren und wieder sonntags wieder abgeholt. Dann hat meine Stieftochter, also ihre Tochter und sie dafür gesorgt, dass ich nicht auf diesen Mann treffe, weil ich den Mund wohl nicht halten kann. Mhm. Und auf jeden Fall war sie dann anderthalb Wochen hier. Ich habe sie gepflegt, sie kann ja nicht denn nichts mehr machen und so weiter und so fort. Und dann ist sie mittwochs gefahren, ist sonntagsabends wiedergekommen. Weißt du, was ich absolut schräg finde an der Geschichte? Erstmal. Ja, pass auf. Nee, halt, lass mich das sagen. Dass du das in deinen Karten gesehen hast. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe noch viel mehr gesehen. Was hast du noch gesehen? Ich habe gesehen, dass der Kerl hat eine dunkelhaarige Frau neben sich liegen und dass das kaputt geht, die ganze Geschichte. Das habe ich auch gesehen. So, auf jeden Fall ging das jetzt ein paar Wochen und sie hat das damit entschuldigt, dass ich ihr auch früher mal wehgetan habe. Wir erinnern uns, vor 15 Jahren. Richtig. Wie viel Mal ist das damals passiert? Ja, ich bin doch ein paar Mal nach Polen gefahren und habe dann mir auch eine Russin mal mitgebracht und sowas. Ach, mitgebracht also, sogar? Also das war schon auch kein schönen Zug. Na, wie lange ging das denn damals? Wie lange ging das? Ich denke, dass das so anderthalb Jahre so ging. Ach so. Oh, das ist natürlich auch starker Tobak. Ich weiß das. Ich habe mich auch entschuldigt. Aber das heißt, wir können gar nicht mehr zusammenrechnen, wie viel Mal du deiner Frau fremdgegangen bist. Ja. Muss man so sagen. Ich kann das zusammenrechnen. Zu viel war es nicht. Dann sag's mir, die Zahl. Ich denke, dass es 5-6 Mal war. Wie? Anderthalb Jahre? 5-6 Mal nur? Ja. Glaube ich nicht. Ja, ich bin ja alle halbe Jahr nur mal dahin gefahren zum Jagen und nicht jede Woche oder so, weil das sind ja 1.500 Kilometer von hier weg. Und weiter. Jetzt habe ich das nervlich auch nicht mehr ausgehalten und habe sie vorgestern rausgeschmissen. Hab gesagt, jetzt pack deine Sachen und geh, weil sie hat auch eine Zweitwohnung noch in Potsdam. Ja. Und ich wollte zu deinem gestrigen Thema sagen, dass mir irgendwie Entscheidung leid tut oder eine falsche Entscheidung war, weil ich die Frau über alles liebe. Naja, und ihr eben auch wirklich sehr lange schon zusammen seid. Richtig. Du hast es im Affekt getan. Ich habe das alles so gesehen, wie es ist. Und Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, raus? Ja, sie hat ihre Sachen dann gepackt. Und ist gegangen. Und dann haben wir noch in einem Café eine Tasse Kaffee getrunken. Ach, und was wurde währenddessen gesprochen? Dann wurde nicht viel gesprochen. Ich habe gesehen, dass ihr die Tränen in den Augen standen und ich konnte dann auch nicht mehr sprechen. Ja. Du meinst also, ihr tut das auch weh und leid? Ich denke immer, wenn sie zur Ruhe kommt, ich sehe in diesen Karten, dass der Mann die wegschmeißt wie in alten Lappen. Und hat sie denn dir irgendetwas darüber ausgesagt, ob das nur so eine Ablenkungsaffäre ist oder ob die in den verknallt ist? Sie liebt den Mann und sie kann sich mit dem wunderbar unterhalten und so weiter und so fort. Ach, sie liebt den Mann, hat sie gesagt. Und Hat sie auch was gesagt, was sie für dich noch empfindet? Ja, ich glaube nicht mehr, dass es Liebe ist. Wir hätten uns so ein bisschen auseinandergelebt und so. Aber das ist alles so eine Sache. Also ich liebe die Frau über alles. Naja, aber es geht ja in der Liebe, da geht es immer um zwei Personen, nicht um eine Person. Richtig, und richtig. Mich wundert so, dass das dann doch relativ sang- und klanglos passiert ist, dass sie weggegangen ist. Ja, was sollte sie machen? Naja, schon, aber es hätte ja auch Auseinandersetzungen geben können, Tränen und ein bisschen Tränen hatte sie ja, sagst du. Sie ist sehr, sehr hart. Nein, für mich ist eine wichtige Aussage, wenn du sagst, dass sie wiederum sagt, sie sei in diesen Mann verliebt. Ja. Und sie könnte mit dem wunderbar leben und lachen und weiß nicht, ich was. Ja, wahrscheinlich können die nicht so zusammen leben, weil das geht gar nicht. Meine Frau ist sehr krank. Sie kommt, also sie sieht jede Nacht dein Programm. Sie kommt nachts nicht im Bett, morgens nicht raus. Sie schläft, ist bis morgens um 5:30 am Computer. Und dann schläft sie bis nachmittags um 3:30. Und wenn dieser Mann im Berufsleben steht, dann geht sowas nicht. Und sie ist auch schwer krank. Also wenn sie sich rumdreht, sie hat die Knochen kaputt. Okay. Die grundsätzliche Frage ist aber, was will deine Frau? Man kann auch, wenn man krank ist, sich von einem Partner trennen. Also ich denke, dass sie jetzt mal ein paar Wochen nach Potsdam geht und dass sie mal zur Ruhe kommt und mal überlegt, was sie verloren hat. Denn ich habe alles für sie im Leben getan. Naja, du hast auch Dreck am Stecken. Richtig. Es tut
tut mir auch furchtbar leid und ich bin auch nervlich total Arsch, auf Deutsch gesagt. Ich weiß auch nicht, wo ich finde deine Idee gar nicht so schlecht, dass du sagst, ich lasse sie jetzt erstmal in Ruhe und sie soll mal vielleicht ein paar Wochen in Potsdam bleiben. Ja, richtig. Und dann, wenn du das wirklich so bereust, diese Entscheidung, dann wirst du aber ganz schön ans Telefon gehen oder nach Potsdam fahren. Und momentan nicht. Nein, okay, momentan nicht. Mal nicht. Aber wenn... Ich bin total kaputt, also total, ich weiß mir auch keine Hilfe, ich weiß nicht, ich sitze alleine in meiner Wohnung, normalerweise müsste ich rausgehen und ich weiß nicht, ich bin total erschossen, ich bin nervlich kaputt. Sag mal, wenn du, nehmen wir mal an, es vergehen jetzt einen Monat vergeht. Ja. Und sie meldet sich nicht in diesem Monat. Was wirst du dann tun? Ich denke, dass sie sich meldet. Wenn sie sich meldet, was wirst du ihr sagen? Dass ich sie liebe. Dass sie zu jeder Zeit, habe ich ihr auch gesagt, sie kann zu jeder Zeit zurückkommen. Ich habe ihr einen Schlüssel gelassen von der Wohnung. Okay, dann mache ich aber keine Vorwürfe. Nein, um Gottes Willen. Wenn, dann müsst ihr Tabula Rasa machen. Du hast Sachen schief laufen lassen und sie dann auch. Domian, wo ich das rausgekriegt habe, habe ich in dieser ersten Nacht gesagt, du bist die Frau, die ich sogar mit einem Mann teilen würde. Ja gut, aber du hast sie ja nur auch rausgeschmissen. Ja, das habe ich dann nachgedacht, weil ich das nervlich nicht mehr aushielt. Ja, aber vielleicht ist das sogar ganz gut, dass ihr euch erstmal ein bisschen auseinandergesetzt habt. Das kann die Situation vielleicht beruhigen. Vielleicht kommt sie jetzt auch zum Nachdenken und überlegt, was will ich eigentlich, welchen Mann will ich, meinen langjährigen Ehemann oder den neuen? Und dann... Also, Domian, es gibt, wenn man eine Trennung macht, dann kann man einen neuen Anfang machen. Mhm. Und so ein Gemüse hin und her... Also ich hatte vorher mit einer Frau gesprochen, die hatte mir die Karte angelegt, sagte, sie wird dich immer weiter benutzen als Hotel und der geht es doch gut, die kann da machen, was sie will und ja, ich sag, mir geht es aber nicht gut. Mir geht es ganz beschissen dabei. Verstehe ich. Ich würde jetzt auch mal die ganze Kartenlegerei erstmal sein lassen. Ja, redet ihr beiden wie erwachsene Menschen? Ich auch. Ja, redet ihr beiden wie erwachsene Menschen und sag ihr, dass du sie liebst und dass du dich irre freust, wenn sie zurückkommt und schwamm über die ganze Angelegenheit. Ich habe ihr das gesagt, wenn sie gefahren ist, ich sage, ich liebe dich über alles. Ich habe ja auch alles für sie getan und so. Also dann sagt sie zu mir, ja, ich weiß, dass du mich liebst, aber das ist aber eine harte Sache dann. Weißt du, Heido, irgendwas ist da natürlich nicht in Ordnung und da ist auch eine Unzufriedenheit, wenn sie sich so verhalten hat, wie sie sich verhält. Wenn sie wieder zurückkommen sollte, dann wäre es vielleicht gar nicht so unklug, wenn ihr beiden euch auch mal ein paar Mal zu einer Eheberatung begeben würdet. Richtig. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe bei so einem Psychologen mich beraten lassen. Ja. Und da sagen die, dann geh doch nach Pro Familia. Ich sage, ja, da wird meine Frau nicht mit hingehen. Und das habe ich ihr gesagt, ja, dann geh doch ruhig dahin, sagt sie zu mir. Oder zum Beispiel... Ja, das kannst du ja auch schon alleine machen. Das ist ja gar kein Ding. Jetzt erzähle ich dir etwas. Wo Big Brother angefangen ist, da war ein Mann, der war so schön tätowiert. Ja. Den haben sie rausgeschmissen irgendwann. Weil er Unsinn erzählt hat. Ja, das habe ich auch irgendwann mitgekriegt. Das müssen wir gar nicht wiederholen, aber das ist so unter der Gürtellinie, das müssen wir nicht thematisieren. Jetzt kommt der Hammer. Eine Woche drauf bin ich, weil ihr das so gut gefallen hat, zu einem Tätowierer hingegangen. Ich sage, jetzt fang mal hier an zu tätowieren. Ist ja wie im Tollhaus. Ja, ist wie im Tollhaus. Und hast du dir ein Tattoo machen lassen? Nicht nur eins. wie viel und wo? Auf der Brust zwei Panther, die sich gegenseitig angucken. Am rechten Arm ein Löwe, dieser Tätowierer ist super. Ja. Am linken Arm ein Engel. Ja. Dann zwei so geschnörkelt, so was Modernes runter und drüber und dann bis zum Unterarm, rechts und links, also große geschnörkelt. Ich erinnere nochmal daran, du bist 61 Jahre alt. Je oller, desto doller. Ja. Ne, so kann man sagen. Ja, ja. Wenn ich dir mein Leben erzählen würde, dann wärst du mit deinem Programm ein halbes Jahr unterwegs. Heido, ich wünsche euch, dass eure Ehe wieder in Schwung kommt. Ja. Ich wünsche es euch wirklich. Und lasst die Frau erstmal eine Weile in Ruhe. Ja, sie ist sehr, sehr schwer. Natürlich, das ist eine harte Zeit, aber vielleicht regelt sich das Ganze ja wieder. Und mach ihr keine Vorwürfe. Und wenn, dann fangt ein neues Leben und einen neuen Abschnitt in eurem Leben an. Nein, das ist ja auch so, wenn sie da war, hat sie auch zwischendurch, wenn sie Zeit hatte, mich mal eben angerufen, weil sie weiß, dass ich so leide. Ja.
Und ich habe jetzt den ganzen Tag um gestern und vorgestern auf das Telefon geguckt. Ich denke, wird sie anrufen, aber... Dann wollen wir jetzt nicht so lange das Telefon besetzt. Das sind, wer weiß. Nee, das glaube ich nicht. Lieber Heido. Ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. Und schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Schwuppdiwupp, von Heido geht es zu Christine. Christine ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Über was reden wir? Also bei mir ist es so, es geht eigentlich also um mich und meinen Freund. Mhm. Ja. Wie lange seid ihr ein Paar? Ja, schon lange, also 7 Jahre circa. Wie alt ist der Freund? Der ist also älter als ich, der ist 47. Ja, okay. Ja, und also das Problem ist das, also wir sagen uns eigentlich sonst also ziemlich viel auch, privat und so, Probleme auch. Nur in letzter Zeit, also mache ich mir ziemlich Gedanken wegen ihm, weil also man nicht so gut an ihn rankommt, also vom Reden her jetzt so. Mhm. Der zieht sich ziemlich zurück auch. Ist denn irgendwas vorgefallen, was dich stutzig macht? Ja, das hängt also damit zusammen, ihm geht es also nicht so gut, weil er weiß eigentlich schon seit knapp 3 Jahren und ungefähr circa jetzt, dass er krank ist. Also er hat Hepatitis C und HIV. Und HIV? Ja. Wo hat er sich das denn geholt? Das war so, also er hat früher auch Drogen genommen. Ja. Ich auch. Und wir sind aber schon seit circa 4 Jahren also im Programm. Ah ja. Und haben also davor noch Rückfälle gehabt, aber jetzt gar nicht mehr. Und da war er irgendwie mit einem Freund zusammen und der hat noch Drogen genommen. Und dann muss er sich da irgendwie angesteckt haben. Hattest du nicht Sorge, als das bei ihm diagnostiziert wurde, dass du dich eventuell auch angesteckt hast bei ihm? Ja, das schon. Also, hast du dich testen lassen? Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, und da ist aber nichts gewesen. Mhm. Also das war nichts. Er ist HIV-positiv und hat Hepatitis C. Ja. Das ist natürlich eine schwerwiegende Diagnose. Ja. Aber die Erkrankungen sind noch nicht ausgebrochen. Nein, das noch nicht. Mhm. Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Seit wann weiß er das? Seit 3 Jahren seit, ungefähr? Ja. 3 Jahren. Mhm. Hat das denn, du meinst, dass es damit etwas zu tun hat, dass er sich immer mehr in sich zurückzieht? Ja, ich denke schon, ja. Also ist es in den letzten 3 Jahren immer schlimmer geworden? Also, dass er sich so zurückzieht? Ja, genau, das meine ich. Das schon, ja, mhm. Doch. Hast du ihn mal gefragt? Ja, öfter schon und er sagt halt, dass ihm deswegen auch nicht so gut geht und er damit also nicht so klarkommt auch. Mhm. Und das belastet eure Verbindung? Ich denke schon, ja, schon. Gibt es Streit auch? Also hat es schon öfter gegeben. Das war also deswegen auch, weil ich mir dann oft zu viel Sorgen gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich ihn auch bedrängt dadurch irgendwie. Dass ich dann immer so gesagt habe, wir müssen zum Arzt gehen und dann habe ich ihn also sehr bedrängt damit. Lässt er sich denn nicht regelmäßig medizinisch betreuen, kontrollieren? Jetzt, ja, inzwischen schon. Ja. Doch. Und das ist ja auch eigentlich besser geworden, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es ihm irgendwie vielleicht manchmal zu viel wird oder so. Mhm. Und ja, das kann natürlich wirklich natürlich sehr bedrückend für einen Menschen sein, wenn er so eine Diagnose hat und... Ja, ich denke auch, ja. Und das Fatale... Halt auch so ruhiger geworden auch so, dass er nicht immer so viel spricht und... Also ich habe so den Eindruck, wie du mir das schilderst, dass da so eine unsichtbare Wand um ihn herum ist und du kommst da nicht durch. Ja, irgendwie... Du weißt gar nicht, was mit ihm los ist und eure Liebe leidet darunter und... Ja, auch, ja. Du wirst unglücklicher. Ja, irgendwie schon, ja. So. Redet er denn mit sonst irgendjemandem wenigstens über seine Probleme oder? Eigentlich nicht so richtig. Also er hat auch keinen guten Freund oder? Eigentlich nicht so mehr, nee. Jetzt ist ja natürlich jetzt die Frage, wie klar du ihm das schon gemacht hast, dass es dir so Probleme bereitet, sein Verhalten. Ja, also ich habe ihm so, es hat lange gedauert, bis ich mich das so getraut habe, aber ich habe das dann schon angesprochen und auch gemeint, dass ich mir also auch Sorgen mache um ihn und seine Person richtig auch, dass ich Angst habe, ihn zu verlieren auch. Also, und was sagt er? Dass es schlechter gehen könnte und er sagt dann, aber es geht schon und so und das so ein bisschen beschönigt alles so und dann geht es ihm doch schlechter, als es ist und so. Mhm. Irgendwie
ich halt sehr Sorge. So. Und du weißt gar nicht, was du tun sollst, ne? Nee, nicht so richtig. Also ich bin also ziemlich hilflos eigentlich, ja. Ja, das ist wirklich schwierig, wenn man quasi das Gefühl hat, man spricht gegen eine Wand und die... Ja. Wahrscheinlich ist das für ihn auch so bedrückend, weil er nicht spricht und sich nicht austauscht und er alles in sich hineinfrisst. Weißt du, ob er mit seinen Ärzten denn offen redet? Also, so was ich jetzt mitbekommen habe, ich war öfter da mit dabei und da hat er eigentlich schon gesprochen, so, ja. Ach, da warst du mit dabei? Ich war zweimal mit dabei. Das erlaubt er? Dort. Ja, das hat er gesagt, soll ich mal mitkommen, ja. Ob er denn dann auch offen wäre, wenn du sagen würdest, lass uns doch mal zu einer Beratung gehen zusammen, zu einer psychologischen Beratung? Also, ob er so jetzt sagen würde, zusammen hingehen? Ja. Ich denke eigentlich schon. Also. Ja, dann mach es. Ich hätte jetzt gedacht, er würde da dicht machen und sagen nein. Also ich denke jetzt inzwischen schon, dass es eher vielleicht besser ist, ja. Weil vorher war das eher so ein Thema, dass er gar nicht da. Christine, dann macht das. Mhm. Dann schlag ihm das vor. Ich lasse dir gleich gerne noch ein paar Adressen geben, ja, wo man das bei euch in der Umgebung machen kann. Ja. Wenn der dazu bereit ist, dann nutzt diese Chance und greift danach, dass ihr vielleicht in Anwesenheit eines professionell geschulten Menschen, dass er da anfängt zu sprechen und dass die Mauer aufgebrochen wird, die er um sich gebaut hat. Ja. Mhm. Und das dann vielleicht auch wieder gut ist für eure Beziehung. Du liebst ihn. Doch, sehr. Mhm. Also das schon. Ja. Schlaft ihr noch miteinander? Also das ist auch so ein Problem. Also auch schon 2 Jahre circa nicht. Mhm. Meinst du aus mangelnder Lust? Ich weiß es nicht. Also ich denke, bei ihm ist es vielleicht so, dass er... Entweder schämt er sich vielleicht ein bisschen oder er hat irgendwie Angst davor oder so. Also du würdest... Ja, zurückzieht aus Unsicherheit vielleicht. Ja, also du hättest schon Lust? Teilweise ja. Ja. Also jetzt in letzter Zeit schon öfter und so. Man denkt halt schon daran und ich denke schon, dass das schön wäre für mich jetzt. Ja, vielleicht ist es auch nur eine mangelnde Aufklärung, dass er irgendwie Angst hat, dich zu infizieren. Ich denke doch, dass er Angst hat, das denke ich schon. Also so, und das kann man natürlich alles wunderbar in so einem Gespräch mit einem Berater alles klären. Ihr könnt natürlich wunderbaren Sex miteinander haben, wenn ihr euch schützt, auch wenn ein Partner halt HIV-positiv ist, das ist ja gar keine Frage. Ja. Man verzichtet dann halt auf einige Dinge, aber man kann trotzdem guten Sex haben. Ja. Mhm. Christine, wir rufen dich, das heißt meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich zurück. Ja. Versorgt dich mit den entsprechenden Adressen und ich hoffe sehr, dass du und dein Liebster dann dort mal hingeht und euch das ein bisschen weiterhilft. Okay, gut. Ich habe eine Bitte. Also ich würde gerne so ein Autogramm bekommen von Ihnen. Sehr gerne. Ja. Da sagst du gleich der Magdalena deine Anschrift und okay, dann schicken wir es. Gut. Alles Gute. Ja. Mhm. Tschüss. Ja, danke. Ebenfalls. Jo, tschüss. So ihr Lieben, solltet ihr gerade mal hier so reingeschaltet sein. Hier ist 1Live Domian. Talk Radio Zeit, Freitagnacht, wie immer eine offene Themenrunde. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen, plaudern, diskutieren, streiten wollt. Ihr könnt euch per Mail auch anmelden, domian@wdr.de, in die Mail bitte eure Telefonnummer schreiben und kurz euer Thema in so ein paar Sätzen, damit das nicht zu lang wird dann zum Durchlesen. So, mit wem machen wir weiter? Mit Jana. Und Jana ist 35. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Jana. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar geht's um meinen Mann. Ja. Um mich, um meinen Mann. Er ist alkoholkrank. Wie lange schon? Eigentlich schon über Jahre. Ja. Es hat sich aber sehr verschlechtert, seit er das letzte Mal in Therapie war. Mhm. Das war genau vor einem Jahr. Ende Februar ist er rausgekommen. Er hat sich selbstständig gemacht mit einem Laden. Mhm. Ein Rewe-Markt, wir haben den zusammen übernommen. Mhm. Der lief nicht so gut. Es wurde immer schlimmer, er hat nur noch getrunken. Mhm. Ich habe den Laden nachher fast alleine gemacht, habe ihn nur besoffen nach Hause gefahren, weil er auf Arbeit auch getrunken hat. Mhm. Und es ging über Monate. Er war auch viel in Kliniken gewesen. Und ich habe im Oktober nachher die Scheidung eingereicht, weil ich nicht mehr konnte. Ah ja. Nach wie vielen Jahren?
Also 4 Jahre waren wir im September verheiratet. Ja. Habt ihr Kinder? Gemeinsames nicht. Wir haben 2 verloren. Ja. Ich hatte eine Bauchhöhlenschwangerschaft 2005, glaube ich, ja. Mhm. Zweimal Bauchhöhlenschwangerschaft, wo auch sehr dran zu knabbern hatte. Mhm. Ja. Und aber seit der Therapie eben letztes Jahr ist es eben sehr extrem geworden, wo er eben ständig nur noch getrunken hat. Und ihr habt euch dann scheiden lassen im Herbst? Also ich habe im Oktober nachher die Scheidung eingereicht, weil ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Ich habe vorher viele Schritte gemacht. Ich war zur Suchtberatung gewesen, beim Angehörigengespräch. Es konnte mir aber irgendwo keiner weiterhelfen. Seid ihr geschieden inzwischen? Nein, noch nicht. Nein. Willst du dich? Die Scheidung läuft noch, du, ja. Du willst es? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihm vorher auch immer gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Weil er ist wirklich von morgens bis abends, also er ist morgens um 7 losgelaufen, hat sich seinen Alkohol geholt, hat den ganzen Tag durchgetrunken, geschlafen, getrunken, geschlafen, getrunken. Ich habe nur die leeren Flaschen weggeräumt. Furchtbar. Und mein Sohn kam von der Arbeit, es ist nicht unser gemeinsames Kind. Wie? Er hat nachher auch gesagt zu mir schon, Mutti, wie hältst du das aus? Mhm. Und wie, ich kann nicht mehr. Wie oft war er in einer Klinik? Also letztes Jahr war es ganz schlimm. Ich habe ihn, von der Therapie kam er Ende Februar zurück. Nee, wie viel Mal er schon versucht hat, in einer Klinik davon loszukommen, durch einen Klinikaufenthalt? Also gut, vor unserer Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, weiß ich nicht. 5 Mal bestimmt. Oh je, oh je. Ja. Sieht er sich denn selbst als Alkoholiker? Ja. Das schon? Das weiß er, ja, das weiß er. Aber er schafft es einfach nicht alleine. Er war gerade vorgestern, hat er sich gerade Notarzt gerufen. Ja. Bloß er ist immer so, er ruft sich einen Notarzt, geht in die Klinik und er entlässt sich dann wieder selber. Also zum Beispiel vorgestern ist er um 7:30 in die Klinik gekommen. Und um 11:30 hat er mich angerufen, dass er wieder zu Hause ist. Ich sag, wieso machst du das? Und da war der Verdacht eben auf Bauchspeicheldrüse, dass die kaputt ist, ne? Und davor, das Mal war es eben vor Weihnachten gewesen, 2007. Da kam er in die Klinik, weil er Blut gespuckt hat. Und da lag er auf Intensivstation. Und da wussten die Ärzte gar nicht, ob er es überhaupt schafft. Und ich habe gesagt, du machst deine ganze Gesundheit alles kaputt, ne? Das macht er schon seit Jahren, ja. Ja, und er trinkt jetzt seit 26. Dezember 2007 jeden Tag, Tag und Nacht. Er ist also permanent besoffen. Ja, und ich schaffe es einfach nicht. Seine Eltern, wir tun wirklich alles für ihn. Wo lebt er im Moment? Oder wo lebst du? Besser so, weil lebst du getrennt von ihm? Ja, wir haben, ich habe es jetzt soweit, ich sage ja, ich war in einer Suchtberatung gewesen. Ich habe mich dann mit einer Frau vom Frauenhaus zusammengetan, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe dann angerufen, habe mit ihr ein Gespräch geführt. Sie hat gesagt, trennen Sie sich. Sie sagt, Sie schaffen das sonst nicht. Sie ging kaputt da dran. Ne? Ich konnte auch nicht mehr. Ich habe nur noch geheult. Und wo wohnst du denn im Moment? Bitte? Wo wohnst du im Moment? Im Moment wohne ich in meiner eigenen Wohnung. In deiner eigenen Wohnung. Und er in eurer ehemaligen Wohnung? Nein, er wohnt in seiner Wohnung. Er hat auch eine eigene Wohnung inzwischen. Genau, er ist damals im November aus meiner Wohnung ausgezogen. Ich habe ihm geholfen beim Umzug. Ja. Ich habe alles gemacht. Ich habe seine Wohnung renoviert. Ich habe alles eingeräumt, weil er handwerklich ja auch nicht so begabt ist. Wie oft habt ihr Kontakt miteinander zurzeit? Also seit letzten Dienstag habe ich den Kontakt eigentlich abgebrochen, weil ich seit letzten Dienstag in psychologischer Behandlung deswegen auch schon bin. Meine Psychologin hat gesagt, ich soll versuchen, den Kontakt abzubrechen. Er arbeitet natürlich nicht im Moment, das geht ja gar nicht. Nee, nach der Therapie, also wir haben vorher zusammen im Penny gearbeitet, im Pennymarkt. Und er hat sich nach der Therapie selbstständig gemacht mit einem Rewe-Markt. Hast du gerade schon erzählt, genau. Genau. Ja, ich meine, der kann ja jetzt gar nicht, wenn er sich so permanent jeden Tag zusäuft, dann kann man ja auch gar nicht mehr arbeiten. Nein, nein. Jana, es ist ja auch alles in Sand gegangen. Er ist jetzt pleite. Wie alt ist dein Mann eigentlich? 42 ist er gerade geworden. Er ist pleite. Mhm.
Ja. Du hast mich angerufen, weil du ein schlechtes Gewissen hast, ihn fallen zu lassen? Hab ich doch. Frage ich dich? Ja, hab ich. Mhm. Ich habe Angst irgendwie, dass ihm irgendwas passiert. Mhm. Na, ich habe Angst, dass ich irgendwann mal erfahre, dass er irgendwann sich mal zu Tode gesoffen hat, auf Deutsch gesagt, ne? Das Schlimme an solchen Konstellationen, in denen du jetzt bist im Moment, ist, dass dieses auch eintreten kann oder wird, wenn du bei ihm bist. Ja. Und ich davor halte da... Davor habe ich auch Angst gehabt, ne? Ja, ja. Mhm. Ich glaube ja, dass man einem Alkoholiker in dem Sinne überhaupt nicht helfen kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass deine Psychologin dir den richtigen Rat gegeben hat, dass du dich von ihm distanzieren musst. Mhm. Wohl wissend, wie schwer das ist. Und was man, wenn man ihr hattet mal eine Liebe miteinander. Mhm. Das heißt, da war auch Verantwortung füreinander da. Mhm. Aber ich bin ganz sicher, dass du kannst ihn nicht retten. Er kann sich nur alleine retten. Mhm. Nur über seine Einsicht wird das funktionieren. Mhm. Und die Gefahr, dass du auch noch vor die Hunde gehst, die ist riesengroß, wenn man mit einem Alkoholiker zusammenlebt. Mhm. Das weißt du. Ja, das haben mir schon alle erzählt. Ja, ich glaube, das muss dir gar keiner erzählen, da musst du nur einfach in dich reingucken und hören. Ja. Wie viel Kraft dir das gekostet hat die letzten Jahre? Ja. Wie viel Energie, wie viel Nerven? Ganz schön viel. Hattest du mal Kontakt mit den Angehörigen der anderen? Ja, die Eltern gehen ja auch täglich hin, die sind auch schon am Ende. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, es gibt die anonymen Alkoholiker. Ja. Und da gibt es auch Gruppen, wo sich Leute treffen. Ja, bin ich auch hingegangen, ja. Angehörige von Alkoholikern. Genau, da war ich auch gewesen, ja. Welche Erfahrungen hast du da mitgenommen? Was haben die anderen Leute gesagt und gemacht? Die haben mir auch gesagt, dass ich mich am besten trennen soll. Mhm. Ansonsten würde ich eher zugrunde gehen wie der Betroffene selber. Mhm. Na. Das ist so bitter. Man will es ja einfach selber gar nicht glauben. Ich will ihm ja eigentlich nur helfen. Mhm. Ne, ich habe ja auch zum Beispiel schon viele Termine mit dem Sozialarbeiter gemacht. Mhm. Wo er hingehen sollte, aber einfach nicht hingehen konnte, weil er wieder getrunken hat. Und habe vorgestern es endlich geschafft, dass dieser Sozialarbeiter zu ihm ins Haus geht und sich diese Situation einfach mal anguckt. Weil er ist ja jetzt auch schon so weit, dass er einfach nur noch trinkt den ganzen Tag. Er wäscht sich nicht mehr, er rasiert sich nicht mehr. Er legt sich auf die Couch, so wie er ist. Er rennt morgens so los, wie er ist. Also er tut für sich ja gar nichts mehr. Wie hat denn der Sozialarbeiter die Situation eingestuft und beurteilt? Ja, also er hat jetzt einen Termin gemacht am 7. März, dass er nach Gilsdorf kommt in die Entzugsklinik. Kann man ihn dort auch hinschicken gegen seinen Willen? Das weiß ich ja eben nicht. Ich weiß nicht, wie groß der Grad der Verwahrlosung sein muss, damit man einen Menschen auch gegen seinen Willen dort hin verbringen kann. Das weiß ich nicht. Ja. Ich dachte, das hätte dir der Sozialarbeiter erklärt. Nee. Er hat ja auch nicht mehr mit mir gesprochen, weil ich dem Sozialarbeiter auch gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich möchte einfach nur, dass ihm geholfen wird, damit ich auch mal zur Ruhe komme. Ich meine, du hast ja jetzt sehr viel eingeleitet und man ist ja auf seinen Fall aufmerksam. Da ist ja jetzt zum Beispiel dieser Sozialarbeiter, der weiß ja, was es geht. Ja. Insofern finde ich, dass du deine Pflicht aber über Genüge getan hast. Der Sozialarbeiter macht ja auch gar nichts weiter. Hm. Er hat seine Eltern angerufen und hat gesagt, gut, ich habe diesen Termin am 7. gemacht, um das andere müsst ihr euch selber kümmern. Bloß man weiß ja auch gar nicht mehr irgendwo weiter. Man will diesen Menschen ja auch irgendwo helfen. Wenn dein Mann mal einen hellen Moment hat, kann man mit ihm über die Dramatik reden, in der er steckt? Ja, diesen Hellmoment hat er ja eben nicht. Hat er nicht mehr? Nee, hat er nicht mehr. Er weiß ja manchmal gar nicht mehr selbst, er weiß ja manchmal noch gar nicht mehr, was wie spät es ist. Mhm. Also ja. Ich weiß, was ich jetzt nicht weiß im Moment, ist, wann eine Zwangseinweisung angeordnet werden kann. Ja, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt mal im Hintergrund uns erkundigen. Wenn das nötig ist und das von dir noch arrangiert werden sollte, dann wäre das natürlich zu tun. Ja. Aber letztendlich, Jana,
hast du, glaube ich, alles getan, was man tun kann. Ja. Der Mann ist für sein Leben selbst verantwortlich. Das ist ein erwachsener Mann, der auch immer wieder mal seine hellen Momente gehabt hat, um sich klar zu werden, will ich mich zu Tode saufen oder will ich ein Leben führen? Das habe ich mir auch mal gesagt, ja. Du musst dich entscheiden, entweder ich oder dein Alkohol. Ja, ja. Na, er macht mir auch ewig Vorwürfe. Es ist immer schlimm für die Angehörigen, irgendwann zu sagen, ich kann nicht mehr, ich gehe. Ich lasse und ich gehe das Risiko ein, dass er komplett absackt. Manchmal ist die Hoffnung oder die Chance damit noch verbunden, dass derjenige wach wird und aufgerüttelt wird, aber manchmal auch nicht. Das muss man alles realistisch sehen. Ich finde, ich sag's nochmal, ich finde, dass du getan hast, was du tun konntest. Und ich finde, all deine Wege, die du jetzt schon die sind ja schon eingefädelt, dass du dich scheiden lässt, du hast eine eigene Wohnung und so weiter, dass das richtig ist und dass das auch moralisch legitim ist. Das sagen dir ja auch alle Menschen, die damit zu tun haben, mit denen du bisher gesprochen hast. Jetzt würde ich dich gerne noch an meine Psychologin verweisen, wegen der Frage, wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass man jemanden auch gegen seinen Willen, oder er hat ja wahrscheinlich gar keinen Willen mehr, wenn er völlig besoffen ist immerzu, was man da tun kann. Dann würden wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, die Magdalena ruft dich an, Jana. Okay. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, und kann ich noch was fragen? Ja, natürlich. Denkst du denn, wir haben noch irgendwo eine Zukunft oder wäre es denn los? Schwere Frage, ne? Ja, das ist wirklich sehr schwer, weil die Lage sehr dramatisch zu sein scheint. Ja, weil ich habe ihm im Oktober gesagt, du hast die Chance, wir sind im Trennungsjahr, ändere dich, mach eine Therapie. Du würdest gerne mit ihm wieder zusammenkommen. Ich weiß es eben nicht. Ich weiß eben nicht, liebe ich ihn noch oder ist es eigentlich nur, dass ich ihm helfen will, ne? Aber es ist ein halbes Jahr vergangen und er hat nichts getan. Gar nichts. Das sind schlechte Zeichen. Na? Das sind sehr schlechte Zeichen. Gar nichts, ne? Im Gegenteil, er macht mir noch Vorwürfe, dass ich an allem schuld bin. Na? Ich sehe die Situation eher kritisch, pessimistisch, sagen wir es so. Aber wer weiß, wenn er sich vielleicht in allerletzter Minute aufrappelt und eine Therapie macht... Das sind manchmal ganz andere Menschen, die dann zurückkommen aus so einer Sucht. Wer weiß. Mhm. Die Chance ist immer noch da. Ja. Liebe Jana, du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, alles klar. Auf Wiederhören, tschüss. Dankeschön, ne? Tschüss. Hier ist Britta und Britta ist 26. Hallo Britta. Hallo Domian. Britta, um was geht's? Ich würde gerne sprechen über eine Erkrankung, die ziemlich verrückt klingt eigentlich. Also ich habe vor 3-4 Wochen die Diagnose bekommen. Das Ganze nennt sich eine Konversionsstörung. Eine was? Eine Konversionsstörung. Konversionsstörung? Ja, ich habe da vorher selber auch noch nie von gehört. Was verbirgt sich dahinter? Die Sache ist, dass ich vor 4 Jahren ungefähr das erste Mal einen epileptischen Anfall hatte. Und dann 2 Jahre später nochmal und jetzt in dem letzten halben Jahr, in den letzten 3 Monaten 2-mal hintereinander so einen richtigen Krampfanfall hatte. Früher aber damit nie was zu tun hattest? Nein, früher davor nicht. Ja. Und dann bin ich halt durchgecheckt worden jedes Mal im Krankenhaus, also mit... der Kopf ist halt geröntgt worden und EEG gemacht worden und es ist halt organisch alles ausgeschlossen worden. Und das Ganze spielt sich auf rein psychischer Ebene ab. Das heißt, diese Krampfanfälle sind ein Ausdruck von verdrängten Erlebnissen, Erinnerungen. Das heißt, es kommt wirklich zu epileptisch ähnlichen Anfällen. Also es hat aber keine körperliche Ursache, sondern eine seelische Ursache aufgrund einer großen, starken Verdrängung. Ja. Und das nennt man Konversionsstörung. Genau. Das ist halt... Du hast aber überhaupt keine Ahnung, um welche Verdrängung es gehen könnte. Also, ja, ich kann vermuten, dass das aufgrund meiner Kindheitsgeschichte passiert. Was war da problematisch? Ich hatte halt
oder habe halt einen Vater, der trinkt. Ja. Und der sehr cholerisch ist. Und der dich geschlagen hat? Ja, der mich halt, also solange ich denken kann, bis ich dann mit 17 ausgezogen bin, also sogar mit 16, 17 noch geschlagen hat. Hat der Vater auch noch andere schlimme Dinge gemacht? Ja, er hat mich also zum einen sehr gedemütigt auf eben also so eine psychologische Kriegsführung. Ja. Und ja, es waren eben so Geschichten, dass ich mich ausziehen musste, bevor er mich verprügelt hat. Und ja, also es war halt sehr schlimm. Du musstest dich ausziehen, ganz nackt ausziehen? Ja, also ich musste mal die Hose runterlassen. Ging das dann in den Bereich einer sexuellen Belästigung oder? Ja, er hat mich nie in dem Sinne sexuell missbraucht, aber ja, er fand es irgendwie, also er wollte halt jedes Mal, dass ich mich halt ausziehe, bevor er dann auf mich eingeschlagen hat, also ja, auf dem Rücken. Und was schon eine große Demütigung ist. Ja. Und das hat er auch noch von dir verlangt, als du schon 13, 14, 15 warst? Ja, und halt auch im Beisein von Verwandten oder auch im Beisein von Verwandten? Ja. Auch im Beisein von deiner Mutter? Auch, ja, auch im Beisein von meiner Mutter. Und hat die Mutter dir nicht beigestanden? Nee, meine Mutter hat eigentlich immer, ja, entweder hat sie die Augen zugemacht oder zu meinem Vater gehalten. Und bist du denn das einzige Kind deiner Eltern? Ich habe noch einen 5 Jahre jüngeren Bruder. Hat das mit dem auch gemacht? Und der ist zwar auch geschlagen worden, aber halt nicht so massiv. Ja, das klingt ja, wenn du das so erzählst, recht einleuchtend, dass das schlimme seelische Folgen für dich hat und dass das dann, ja, dass eine solche Krankheit dann ihre Ursache hat, die du jetzt diagnostiziert bekommen hast. Ja, das Schlimme ist halt, also ich kämpfe jetzt seit Jahren mit einer Angststörung noch mit dabei, dass ich halt Panik kriege, wenn ich alleine bin oder halt nicht mehr alleine irgendwie in die Stadt fahren kann oder und jetzt war ich deswegen in Therapie und ja, das mit diesen Krampfanfällen, das ist halt jetzt zum Ende meiner Therapie diagnostiziert worden. Jetzt ist das Kontingent der Therapie aber erschöpft und ich habe halt keine Möglichkeit, da ranzukommen. Und das Problem ist, sobald ich halt irgendwem das erzähle, denken alle sofort an sowas wie, dass ich simuliere oder irgendwie so in Richtung Münchhausen-Syndrom oder ähnlich. Und aber dieses, das ist es eben nicht, weil ich mich wirklich an nichts erinnern kann. Ich wache morgens auf der Intensivstation auf und weiß nicht, wo ich bin und was passiert ist. Aber diese Konversionsstörung, ne, so ist es, die hat ein Arzt diagnostiziert? Ja. 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 Auch wenn jetzt das Kontingent deiner Therapie schon erschöpft ist, wäre denn ein stationärer Aufenthalt möglich? Ja, das ist ein ziemliches Problem, weil ich war letztes Jahr stationär wegen der Angst in Therapie. Ja. Und diese Geschichte halt ist ja eher so eine Geschichte, wo man halt so in die Tiefe gehen muss, ne? Ja. Tiefenpsychologische Geschichte. Und dafür gibt es halt keine speziellen stationären Therapiemöglichkeiten. Also das kann ich gar nicht glauben. Also ich stehe im Moment halt total auf dem Schlauch, weil ich halt... Da werden wir jetzt aber gleich mal im Hintergrund gucken, das glaube ich nicht. Ich habe so viele Baustellen, es ist die Angsterkrankung, dann habe ich von einem Dreivierteljahr noch eine Borderline-Störung diagnostiziert bekommen und jetzt kommt das auch noch dazu und irgendwie weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Also was diese fachliche Beratung anbelangt, da werden wir dir gleich im Hintergrund helfen. Da bin ich sicher, dass es da entsprechende Kliniken auch in Deutschland gibt und darüber sind wir informiert. Ich würde dich gerne noch fragen zu dem Verhältnis zu deinen Eltern. Hast du im Moment einen Kontakt zu deinen Eltern? Ja, ich habe so aus der Not heraus Kontakt, weil aufgrund dieser Angst muss ich immer wieder in der Not drauf zurückgreifen, weil ich dann irgendwie Panik kriege und dann halt die einzigen, die da sind, ist halt dann meine Mutter, die ich dann anrufe zum Beispiel. Und
was halt auch das Problem ist, dass meine Eltern halt einen großen Druck auf mich ausüben und sich nicht lösen können oder wollen von mir. Also eine ganz, ganz verwurstelte Situation, in der du da lebst. Und das wundert mich gar nicht, dass es dir schlecht oder auch immer schlechter geht. Ja. Weil allein letztendlich müsstest du ja auch gelöst werden von den Eltern. Ja. Wenn so viele schlimme Sachen vorgefallen sind, da muss man erstmal weg. Und da muss man erstmal zu sich finden und zur Ruhe kommen. Also die reden mir halt so oft dann ein schlechtes Gewissen ein, wenn ich mich melde oder rufen mich ständig an oder so und machen einen auf heile Welt und, Britta, jetzt werden wir dich anrufen nochmal. Also du legst es gleich bitte auf und dann wird Magdalena dich anrufen und dich in der Sache, über die wir gerade gesprochen haben, hoffentlich sehr gut beraten können. Okay. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Britta, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Dennis. Dennis ist 20. Hallo, Dennis. Ja, hallo. Ja, Dennis, grüß dich. Um was geht's bei dir? Ich habe zwei Probleme, aber das zweite Problem schließt auf den ersten. Und zwar, wie gerade schon gesagt hat, ich bin 20 Jahre alt. Ja. Meine Freundin ist 19 und wir sind seit 3 Jahren zusammen. Ja. Und die ist jetzt schwanger. Die ist schwanger? Ja, das hört sich ja noch gut an, aber das Problem ist, ich bin zeugungsunfähig. Bist du sicher? Ja. Woher weißt du das? Ja, also als ich geboren wurde, da hat der Arzt schon am Hoden was Dickeres festgestellt und hat dann auch gesagt, dann müsste man nochmal zur Nachuntersuchung kommen. Ja. Ja, auf jeden Fall dann, als ich dann meinen Samenerguss hatte in der Pubertät und dann bin ich nochmal zur Untersuchung gegangen. Ja. Die haben dann auch festgestellt, dass dass ich zeugungsunfähig bin. Aha. Ja, ich habe das meiner Freundin immer verschwiegen gehabt. Ja. Und, ja. Und hattet ihr denn ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja. Mhm. Hatten wir eigentlich immer. Aber dann ist die Freundin doch... Doch, meine Freundin hat schon die Pille genommen. Also ich... Ach so. Ich dachte jetzt zumindest dann mit Kondom oder so. Ja, ja, okay. Also sie hat schon die Pille genommen und ist jetzt dann noch schwanger. Genau. Mhm. Die letzte Untersuchung, was deine Zeugungsunfähigkeit anbelangt, liegt dann ja schon einige Jahre zurück. Das war nicht die letzte Untersuchung. Die letzte Untersuchung habe ich das Ergebnis am Dienstag bekommen. Ach so, du hast es nochmal untersuchen lassen jetzt. Genau, ich habe mich jetzt, nachdem sie schwanger war, habe ich mich dann nochmal untersuchen lassen. Und das ist definitiv? Das ist definitiv, ja. Das habe ich dann nochmal. So, und jetzt habt ihr ein Problem. Ja. Hast du das denn deiner Freundin schon gesagt, dass du? Nee, meiner Freundin habe ich noch nicht gesagt. Und das zweite Problem ist natürlich, mit wem hat meine Freundin dann geschlafen? Klar. Das ist natürlich dann... Aber die geht ja jetzt immer noch davon aus, dass du wiederum davon ausgehst, dass das euer Kind ist. Genau. Mhm. Ja, also Dennis, du musst jetzt den Mund aufmachen. Wieso schweigst du? Ich kann das auf eine Art nicht verstehen. Also ich kann das selber nicht wahrhaben, aber das ist, weil wir haben immer eine glückliche Beziehung geführt. Es war nie irgendwie ein, also auch unser Sexleben war immer wunderbar. Mhm. Das ist nie irgendwie, gab es da Probleme oder so. Mhm. Ja, aber all das musst du mit ihr besprechen. Setz sie jetzt erstmal in Kenntnis, erzähl ihr erstmal von deiner Zeugungsunfähigkeit und von der neuesten Untersuchung. So, dann wirst du schon mal sehen, wie die reagiert. Und dann geht es los mit dem Gespräch. Dann wird die beichten müssen, was geschehen ist. Mhm. Ist es, ich frage nochmal, diese Untersuchung ist hundertprozentig, dass du hundertprozentig zeugungsunfähig bist. Das hast du auch schwarz auf weiß von dem Urologen. Genau, ja. Mhm. Ja, okay, dann steht sie in der Ecke, dann muss sie den Mund aufmachen. Das heißt, sie ist schwanger geworden, obwohl sie die Pille genommen hat, von irgendjemand anderem. Ja, und vor allem, ich habe jetzt 3 Jahre verschwiegen, wie fängt man an so ein Gespräch an? Das ist ja mein Hauptproblem eigentlich. Naja, ich glaube, der Schuldige im Moment bist nicht du, weil du verschwiegen hast, dass du zeugungsunfähig bist. Das sollte man vielleicht auch in einer Beziehung sagen, aber... sie hat ja jetzt die größere Schuld, denn sie ist fremdgegangen. Ja. Und sie verschweigt dir das bisher. Und sie tut so, als sollst du denken, das wäre dein Kind. Also deine Freundin hängt da aber voll im Schlamassel. Ich finde dein Schweigen weniger schlimm als das, was sie gemacht hat. Raus damit, du musst mit ihr sprechen. Aber so schnell wie möglich, dann muss Klärung geschaffen werden. Ja. In wie viel Woche ist sie? Sie ist im Anfang 2. Monat jetzt, also Ende 1. Ja. Hat sie dir das ganz freudestrahlend mitgeteilt? Ja. Mhm. Dennis, du musst reden. Gibt's gar keinen Weg dran vorbei. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Okay. Alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. In der Technik heute Uwe Petersen. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag
natürlich wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dass es nicht gar zu stürmisch wird. Bis dahin, tschüss.